Ja, sag ich doch. Wir hatten Jacob gefunden. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Hey. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Aber was ist das Problem? Wir liegen hinter den Teilnahmen. Ich habe hier sind konfrontiert, aber ich kann das überprüfen. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Au. Alter! Oh. Was geht denn hier gerade? Oh, Alter, war knapp. Oh. Alter! Ich kann nicht einfach so ständig stehen bleiben, wo Felsen sind. Oh, Jacob. Wir haben uns gerade erst wieder gesehen. Alter. Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Oh, mein Bild hat sich aufgehangen. Das ist nicht gut. Das habe ich auch nicht gehabt. Einen Moment. Da muss ich kurz mal ran. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann. Warte mal kurz. Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß. Lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Das sind Münzen. Das ist so ein Überlebensinstinkt. Ernsthaft, ihr sucht gerade? Ihr seid ja richtig aktiv dabei. Wähle ich nochmal meine Waffen aus? Ich habe keine Ahnung. Wow, du bist ja ein richtiger Spezialist, mein Lieber. Wir sind hier. Halt. Ich bin schon mal. Holla! Ja, da hat mein Muskelgedächtnis wieder richtig gearbeitet. Ich konnte mich doch nicht erinnern. Was? Die Tasten sind zum Waffenwechseln. Ich hatte es eben echt überlegt. Ich habe eine Leertaste. Die Leertaste macht keinen Sinn. Was kann man denn drücken? Da kam mir die Idee, es gibt ja noch 1, 2, 3. Wow! Mist. Und jetzt? Naja, du, deswegen haben wir das doch. Wir sind jetzt erst bei Bewegen? Das kam doch schon früher. Nicht mit E, warte. C war das, ne? Ja, genau, super. Könnte nützlich sein. Messer! Für was hatten wir das nochmal gebraucht?
irgendwo Backtracking-mäßig. Ah, fuck. Das werde ich alles nochmal. Seile abschneiden. Das ist Heilung. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Zum Glück liegt das Messer immer an der richtigen Stelle. Ne? So, den können wir auch mal plündern. Schade, kein Fall zu machen. Und dann. Und das zweite. Ja, ist ja mal akzeptiert. Da kommen wir nicht hoch. Hier können wir aber hoch. Und wir können uns. Ah, seht euch das mal an. Eine Eisschicht. Zufälligerweise. Und jetzt die nächste Runde. Mädchen. Das habe ich überhaupt nicht gedrückt. Machen wir das Ganze nochmal. Und jetzt rüber. Genau. Wir machen das Ganze jetzt ein bisschen langsamer. Na, so. Hep. Wunderbar. Hep. Und hep. Sehr schön. So, hier. Wir lernen Russisch. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Wirst du aber nicht. Ich werde es. So. Optionales Grab, ne? Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Die Klamotten her? Nein. Stadt hier, ja. Das war knapp. Ey, zum Glück bin ich gesprungen. Oh, neues Basislager. Cool. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Alter, riesig. Griechisch. Griechisch 5. Schau mal, was das Basislager zu sagen hat. Wir hatten das vorher von uns gemacht. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Ah, ich glaube, das nehmen wir mit, oder? Das haben wir letztes Mal ziemlich zugesetzt. Aber das ist nur, wenn wir so ein Nahkampf-Battle machen. Setzen wir mal ausreichend Feinde durch Rüstung. Ach nee, das kriege ich nicht hin. Das ist zu viel. Volltreffer. Ach, Quatsch. Kills oder Kills. Tod von oben. Erfolgreich für Captain. Nee, Multi ist nicht so mein Ding. Ah, das ist ganz nützlich. Zielfixierung auf Plan und Bogenschüsse. Das ist auch gut. Leichenfallen hätten wir noch. Nee, ich glaube, wir nehmen das. Atemkontrolle. Kann ich ganz gut nicht sagen. Waffen-Upgrade.
Hier beim Bogen? Nein. Wo? Wo sind denn Upgrades verfügbar? Bei der Kletteraxt. Nein. Ein Gewehr? Nope. Dem Gewehr? Nope. Sniper, ne? Oder so. Beim Mondschatten? Nope. Revolver? Hä? Wo ist denn hier jetzt? Verarscht uns die Anzeige gerade? Was ist das? Ach, siebter Nox. Ja, ich mag irgendwie den Mondschatten. Sie mehr Schaden. Nee, gibt's keine Upgrades. Hier sind eindeutig keine Upgrades. So. Nehmen wir wieder. Ziegelschnitt ist interessant. Ich klicke den mal an. Der ist nur um Schaden stärker. Ich lass mal die weiße Witwe. Ich habe keine Ahnung, was für Upgrades der meint. Ich weiß es echt nicht. Das ist mir Rätsel. Okay. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Brechen Sie die Tür. Passiert da was? Machen die noch irgendwas oder wackelt die einfach nur ein bisschen? Aber nicht. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Rauchgranaten. Jetzt aber gerade keine Rauchgranate. Ja, ich glaube, das war nicht so intelligent. Was das? Ich wollte das nicht. Ah, die haben sich einfach. Okay. Molotov-Cocktails oder was? Oh, nee, nur eine Flasche. Ja, ich denke gerade noch ein bisschen in The Last of Us. Da bin ich gerade privat drin sozusagen. Naja. Ziemlich selbes Genre, aber irgendwie dieses Schleichen, ne?
mit ihren Rauchgranaten. Kann ich das lesen? Oh, was ist das? Ah, wieder russisch. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Tja, du, vielleicht liegt's am hart bestrafen, aber hey, nur eine Vermutung. Nur eine Vermutung. Alter, Kanister ist ja alles. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so viel rumliegt. Was haben wir? Oh, Fertigungswerkzeug. Wetter schalten neue Waffen-Upgrade-Ringe für alle Waffen frei. Wir wissen. Okay. Fortfahren. Ein bisschen Holz, ne? Wir gehen auch gleich nochmal zum Lager zurück. Den Grund, weil wir es können. Ich will jetzt auch nicht, dass sie auslösen. Ich habe nichts gemacht. Ja, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück und schauen mal dieses Fertigungswerkzeug. Aber ich sehe da gewisse Parallelen zu The Last of Us. Ich glaube, The Last of Us kam früher raus. Aha! Schaut euch das mal an. So, was haben wir denn hier? Schussfrequenz und Szene. Mondschatten. Munitionskapazität. Die kriegt Schussfrequenz. Oh, versteckter Schaft hat er noch. Okay. Was, der fertig mittlerweile? Compound-Bogen? Boah, er macht jetzt noch mehr Schaden einfach. Ja, jetzt nicht so sinnvoll, ne? Das Grabflüstern. Ja. Neue Fertigkeit, die können wir direkt benutzen. Die sind aber. Die kommen ja so viele neue vor. Finden Sie mit Überlebensinstinkten leichte Herausforderungsobjekte? Ja, komm. Dass wir auch nichts verpassen. Einfach, dass wir nichts verpassen. Und dann wollen wir mal weiter. Mal schauen, was uns da noch erwartet. Er ist schon anstrengend, auf jeden Fall hier rumzulaufen. Volle Munition, wenn wir eh dabei sind. Okay. Volle Munition ist da. Drücken Sie zum Ergreifen Leertaste. Ernsthaft. Wir ziehen es einfach hoch. Geht ein bisschen schneller. Mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen.